So, grüß euch zum neuen Video. Wir sind in mir, seht ihr, ist unser Mähtraktor hinten in der Garage drinnen. Was mache ich gerade, nachdem ihr vielleicht die vorigen Videos gesehen habt vom ersten Schnitt, ist unser Mähwerk hier mehr oder weniger ein bisschen gesponnen hat. Haben wir uns natürlich jetzt mal überlegen müssen, was wir mit unserem guten Mähwerk machen. Es ist zwar schon ziemlich alt, aber natürlich ohne das. Die Verschleißkurven erneuert sind, ist es halt auch nichts wert, wenn man es verkauft, und der neue ist natürlich auch nicht günstig. Und in Lieferzeiten wie diese sowieso nicht. Jetzt haben wir uns beschlossen, dass wir es natürlich herrichten. Wir haben da schon super feine, neige Verschleißkurven gekauft. Wie ihr seht, die kommen dann unter das Mähwerk rein. Nachdem der Mähparker schon sehr verschlissen ist und deswegen gar einen Kraftbedarf hat gehabt. Wenn man das unten drauf baut, unten ist nämlich schon eine montiert, wenn man das dort sieht. Genau. Das werde ich dann nachher nochmal besser zeigen. Das ist sicher sehr, wie es ausschaut. Und natürlich Messer haben wir jetzt auch neue. Nachdem die da zusammengestanden sind, wenn man das so umdreht, sieht man das eigentlich eh. Sieht die da fast berühren. Das ist jetzt nicht mehr, weil sie sich schon gegenseitig abgeschlagen haben. Da sieht man so. Natürlich schaut das ein bisschen sehr komisch aus, wo man sich noch gewundert hat, warum das so witzig ausschaut, und alle Messersätze genau gleich. Werden natürlich die Klingen getauscht. Und da hinten im Eck sind sie auch schon gegen den Rahmen gestoßen, so wie man vielleicht erkennen kann. Da hinten sind sie ein bisschen gescheuert. Sind jetzt außen die Ecken abgebrochen, weil der Vorbesitzer natürlich Folie drinnen gehabt, wie sie auch gebraucht gekauft haben. Und jetzt kürzere Messer. Die werden wir dann jetzt auch einbauen. Die sind noch circa so 3-4 mm kürzer. Aber das reicht. Das hier nicht zusammenstehen. Jetzt werde ich das mal reparieren. Wo ist noch der Verschleißkufen? Haben wir jetzt 5 Stück. Sind natürlich auch nicht günstig, aber irgendwas muss man investieren, wenn es kaputt ist. Und dann werden wir die mal wechseln mit unserem Schnellverschluss. Das ist natürlich super, wenn man das hat beim Mähwerk. Und dann hoffen wir, dass es wieder läuft. Dann werden wir mal einen Probelauf machen. Und dann sollte das eigentlich wieder funktionieren und fit sein für den zweiten Schnitt. Ja. Dann tun wir mal weiter. So funktioniert der Schnellverschluss natürlich. Kann man da hinten reinfahren, dann drückt man da vorne runter. Dann geht der Bolzen da runter und dann kann man das Messer entnehmen. Jetzt wollte ich euch kurz sagen, wie klein der Unterschied eigentlich ist zwischen dem Messer und dem Messer. Wie man sieht, da oben ist es ziemlich bündig. Und da unten sind vielleicht ja, 3-4 mm, aber auf beiden Seiten macht es natürlich schon was aus und die Klingen steigen da nicht zusammen. So klein ist der Unterschied und natürlich schlechte Folgen. Also immer genau schauen, obwohl man denkt, sind eh alle gleich. So, jetzt haben wir die alten Messern, wie man sieht, die waren sehr angeschlagen. Also die sind wirklich ziemlich zusammengestanden. Und ja, deswegen sind sie ja da so komisch kaputt, weil so werden sie nicht mal nie kaputt. Das ist sehr selten außer da. Und ja, jetzt haben wir die neuen Messer drin, so hoffentlich funktioniert es jetzt. So, jetzt habe ich das Mähwerk da ausgestellt. Und jetzt sieht man da unten, oha, ganz was Gelbes. Und zwar, da ist eine neue Verschleißkurve oben. Der wird auch nur da vorne in den Schlitz reingesteckt und hinten mit einer Sicherungsschraube durchaufgeschraubt. Und das war's. Wie man sieht, so wie da, der Mähbalken komplett verschließen. Aufbrauchen, da aufbrauchen. Kaputt, kaputt. Dort.
natürlich schlecht für Mähbalken, schlecht für uns. Deswegen kommen jetzt neue Schleißkufen drauf. Wie man sieht, da ist es auch viel höher da hinten. Mähmauerspur höher. Und dann soll natürlich der Kraftbedarf auch viel weniger sein, wenn man so einen Boden hat, weil so wie da hat es natürlich viel mehr Widerstand. Da tut es den Mähdeck natürlich viel schwerer, nachdem wir nicht übermotorisiert sind. Mit so 42, 50 PS, sowas circa, auf 2,10 Meter. Hinauf natürlich am Berg, merkt man das schon. Deswegen jetzt kommen da neue Verschleißkufen drauf. 5 Stück. Da links schon die schönen rein. Und mit einer Schraube die gesichert, hinten mit so einer Distanz. Und dann hoffen wir, dass das Mähwerk wieder super läuft. Genau. So schaut das aus. Natürlich ein bisschen gesichert in unserem Holz, dass es nicht ganz runterfällt. Aber das werden wir schon arbeiten. Jetzt natürlich bin ich schon fertig, aber jetzt hat mir so viel gefilmt, weil es ist richtig gut gegangen. War nicht. So schaut es jetzt neu aus. Wenn sie überall da vorne reingesteckt in die Nut, wie gesagt, hinten ist es Schrauben fixiert, da oben drinnen. Und die anderen zwei haben natürlich werden müssen und ein bisschen anpassen müssen, da ein bisschen zu wie flexen. Im Endeffekt hat es passt. Klingen sind jetzt alle drin. Und da wollte ich euch sagen, jetzt ist der da. Hat die alten genau hinter den Kanten da oben reingehauen, weil sie zu lang waren. Nicht? Und die gehen jetzt genau aus eigentlich. Da fallen jetzt die 5 mm, wo die anderen zu lang waren. Da haben sie auch schon den Rahmen kaputt gemacht, wie man sieht. Und ja, jetzt hoffentlich funktioniert alles wieder. Frühlingsreifen muss ich noch ein bisschen nachschrauben und dann kann es schon losgehen.